geschnappt haben. Oh, wer war das? Dann, wer war was? Irgend so eine scheiß Trompete. Nein, das sind nicht wir. Hat Mevia uns dekorative Statuen gebaut, unter anderem von Cthulhu und Co. Aus dem Monolithstone, Lehm und verschiedenen Farben. Alter! Weg doch! Baruna hat da unten seinen Spaß. Hallo Leute, hier ist wieder MacPisto 2051 und auch heute begrüße ich wieder recht herzlich Mevia und Baruna MC. Willkommen zurück zu Minecraft City 2, dem Baruna-Projekt mit dem Zevtech Modpack. Jo, willkommen. Und Mevia und ich sind schon mal ein bisschen Floß gefahren. Vielleicht erkennt ihr schon wieder diese Stelle hier. Da, wo Varuna und Mevia gedacht haben, sie müssen unbedingt öfter sterben und sich Varuna zurückgecheatet hat. Ja, ja. Noch einmal gestorben. Oh, da ist schon das Monster. Das wollen wir jetzt töten? Prinzipiell ist das so, wenn wir mehrere hier auf einer Stelle haben, dann bauen die auf einmal ein Podest mit Statue. Wir können sie aber auch töten, das dauert aber ewig, weil die 300 HP haben und irgendwie immer nur pro Schlag 1 verlieren oder so. Dann können wir das Fleisch, das wir da bekommen, dann auch zu einer Statue umcraften. Aber wie gesagt, das ist so oder so ein Hassle. Wie bekommst du das weg? Was hast du da in der Hand? Ja, eine ordentliche Waffe, beziehungsweise Werkzeug. Irgendwie aus wie eine Art großer Kamm. Ja, es ist eine Kralle. Also ihr kümmert euch irgendwie um den Tech-Tree. Ihr müsst irgendwie diese... Wir kommen sonst nicht vorwärts. Ist egal, was ich machen will. Ich kenn's nicht, ich darf's nicht bauen. Beim letzten Mal hatten wir schon den unnützigen Tinker's Construct. Wie hieß das Ding? Den Controller, den kriegen wir nicht hin. Und ich kümmere mich aber diese Folge mal um die Schönheit. Also einfach mal wieder ein bisschen um... die Stadt so. Hier. Irgendwas ist kaputt. Kommen Sie, vorsichtig hinter dir. Immer noch die Scheiße am Boden wegmachen. So unverwundbar scheint sie ja nicht zu sein. Nee, aber... Ich mache Ihnen auch 7 Schaden pro Treffer und Sie haben nur 100 statt 300 Lebenspunkte. Was kann mir nichts tun? Muss so. Halt aufpassen, dieser Schleim, den die absondern, der ist schlecht für deine Rüstung. Das heißt, dann ständig deine Schuhe kaputt. Ja, deswegen habe ich ja eben gesagt, ach du. Der scheißt mich hier mit Erde zu. Oh, so stark sind die jetzt nicht. Ich habe was Schlimmeres erwartet. Ja, weit geht das. Also am Anfang waren wir zu dritt hier. Au, 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 au! What the fuck? Yep. Die sind doch ganz easy. Ist man tot, ne? So schnell geht das mit den Shoggoths. Dann spucken sie einen noch von hinten mit Säure an. So bin ich nämlich das letzte Mal gestorben. Rotz, ja. So, in Sicherheit. Schön, ich habe jetzt irgendeine Art Todeskompass. Nur wohin zeigt der in welche Richtung? Ach, Nordosten. So schwer ist das nicht. Ich bin mir nicht sicher, der Zeiger ist einen ganz kleinen Tick länger in die eine als in die andere Richtung, aber wirklich nur minimal. Uah, der spuckt. Das ist jetzt natürlich übermäßig schlecht, dass ich wieder zurück muss. Boah, ey, sein Säureball geht auch echt unter Wasser durch, ist ja unfassbar. Die ganze Zeit einfach null Schaden bekommen und irgendwann einfach mal, puff, tot. Gerade hast du noch gesagt, ist alles easy. Jetzt sag ich ja, die ganze Zeit null und auf einmal puff, tot, so, Das muss ich mir selber nochmal im Replay anschauen. Wenigstens weiß ich noch, wie ich mir dieses blöde Floß zu machen habe. Dafür habe ich jetzt hier nochmal eine Zinnader gefunden. Ja, warum nicht? Ja hatte ich ja auch eine riesige Ader gefunden. Ja, ich habe, glaube ich, auch mittlerweile noch ein oder zwei weitere Zinnadern, aber... Ach, cool. Ich habe auch noch zwei Kohleadern gefunden, die sogar direkt beieinander sind, obwohl es zwei unterschiedliche sind. Ja, Kohle hatte ich auch noch.
habe schon mal ein Ersatzfloß gemacht. Oh, ist das Floß süß. So, ich hab's gleich hier. Ja gut, ich bin jetzt eh erstmal eine Zeit lang mit der Landschaftsbetrachtung beschäftigt. Warum denn? Ihr habt doch dort geschlafen. Ah nein, du konntest nicht schlafen, gell? Ja, Schlafmatte. Die Schlafmatte ja. Hilft leider nicht, um dort zu spawnen. Sind die wieder nicht? In ihre Höhle zurück? Ich dachte, das wär, würde auch einen Spawn setzen. Nein, war nicht. Och, nee. Jetzt fehlen mir 2, 4, 6 Erde. Toll. Was ist mit 6 Erde? Mir fehlen 6 Erde. Sachs Erde. Gibt's ganz wenig. Also Erde in Minecraft ist wirklich selten. Ich habe aber keinen Bock mehr abzubauen. Ich hab keinen Bock abzubauen. Au, die schießen durch den Boden. Was soll das? Ach, da ist noch einer. Noch lebst. Lass mich in Frieden, stirb. So, ich pflaste hier jetzt alles mal mit Steinen aus. Dann kann es nämlich nicht passieren, dass Saplings liegen bleiben und unkontrolliert Bäume wachsen. Mit unkontrolliertes Bäumewachstum in Steinen. Interessant. Ich verstehe nur die Hälfte. Ich möchte unkontrolliertes Bäumewachstum verhindern. Okay. Ich mache hier irgendwas plöng, aber ich weiß nicht was. Das ist nicht meine Rüstung. Das habe ich vorhin auch gehört. Deswegen habe ich schon ein paar Mal gesagt, Vorsicht, aber... Ja. Nein, nicht zwei auf einmal. Nein, bitte nicht. Ohne Karte ist das echt blöd. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, welche Himmelsrichtung sich wo befindet. Komm, ein, den Ansch. Jawohl, er ist tot. Ah, dann kriege ich den da. Den kann man nämlich stunnen. Der macht relativ wenig, wenn er gestunnt wird. Wie kann man denn einen Gegner stunnen? Nicht gestunnt, aber wenn man halt schlägt, dann Ach greift so. Er quasi nicht an. Und hier liegt ein Floß am Boden. Oh, das war doof. Könnte meins sein. Ich habe jedenfalls jetzt zwei, ja. Ja, sie sind sogar drei Flöße. Da habe ich drei Flöße nehmen. Obwohl, das ist bestimmt noch das von Varuna, als er keine Lust hatte, zurückzufahren. Ja, wahrscheinlich. Klar, das hat er jetzt 10 Jahre gechillt. Ja, warum nicht? Der Chunk war ungeladen. Außerdem, jetzt wo die Items nicht in der Luft rumschweben, sondern am Boden kleben, weiß ich nicht, ob sie wieder despawnen. Dum-dum-dum. Jetzt an unsere alten Zeiten in Minecraft zurückdenke, mit irgendwelchen Basen unterirdisch, noch diesen uralten Holzröhren und Steinröhren, wenn du dich erinnerst. Wenn wir dann irgendwas in den Recycler gestopft haben und das Rohr ist irgendwie geplatzt und ach, krass, und ja, das Steine war... lagen da rum und es ging nichts mehr, weil die Performance sowas von im Sack war. Das war Buildcraft. War noch relativ so die erste, was wir Richtung Modpack und Co. hatten. Ja, das war das Mindcrack-Pack noch aus der 1... War das noch die 1.2.1? Ist schon sehr lange her. In der Tat. Aber das sind schöne Erinnerungen. Bis auf die Erinnerung daran, mit die Röhre ist geplatzt und ich muss in einer Base, in der ich nur, keine Ahnung, nicht mal eine FPS hab, dorthin laufen und das wieder fixen. Das war nicht lustig. Oh, da ist noch ein Creeper drin. Au. Sie haben scheinbar noch keinen Obelisken gebaut, das ist schade. Ich genieße gerade eine ruhige Seefahrt mit einem Piranha im Schlepptau, der vor sich hin ploppt. Mir nicht auf dumme Gedanken, du Schuss. Aber eigentlich sehr gemütlich, also ich könnte jetzt gerade echt so ein bisschen einschlafen. Oh, das ist beruhigend. Verzeihung. So. Mir fehlt jetzt noch so ein bisschen das Geräusch von fallendem Regen und. Mann, gibt's hier riesige Haie. Nein. Okay, das ist ein bisschen suboptimal. Hier in dem meine eigenen selbstgegrabenen Löcher reinzufallen. Da vorne steht einer und wedelt.
So. Das gefällt mir eigentlich schon. Was mir nicht gefällt, ist, dass das Pferd hier. Ich glaube, ich muss das Pferd hier nochmal Hast umplatzieren. du was im Schlepptau, willst du? Ich weiß. Mach schnapp, 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 schnapp. Noch ein Fisch. Hör das, ich muss nur noch Rechtsklick auf das Grab machen oder so. Shift. Draufstehen und Shift. Und beeil dich. Stehen, ne? Fast. Hab alles richtig gemacht, bis auf dass ich nicht drauf stand. Das scheint sich jetzt tatsächlich zu merken, wo welcher Gegenstand war. Ja, sicher. Das war früher nicht so. Nee, aber diese Mod ist das, funktioniert das, ist das schön. So, Das wie ist viel haben wir toll. denn noch? Wow, da sind Ach immer noch fuck, das war massenweise übrigens da. mein allererster Tod. Aha. So, wir können jetzt überlegen, machen wir die noch weiter oder gehen wir zurück und craften uns die Statue? Wir haben nämlich jetzt genug auf, wir haben Ist ein genug Creeper Fleisch. drin, ne? Oh fuck, 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 fuck. Wenn ihr sterbt, kommt er schneller nach Hause. Ja, Ja, alle aber haben Gegenstände sind auch leider hier. das Druckerfläche nicht dabei, das wir brauchen. Wow, jetzt kommen sie alle, jetzt kommen sie alle. Das ist schlecht. Ui, 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 ui. So, Au. irgendwo müsste auch noch ein Seil sein. Hier. Jetzt hast du sie alle hochgezogen. Das war ungünstig, Fürster. Komm. Da ist meine Hose geplatzt. Gut, dass ich noch eine lederne dabei habe. Ups. Bin ich wieder voll Du hast immer deine Ledermania. Lederhosen dabei. Ja, die Lederhosen. So, ich würde. Oh, was haben wir denn hier? Oh, Was Kohle. hast du? Was hast du denn? Also ich habe 3 Schogottfleisch. Ja, ich habe 20 oder so. Wir brauchen 8 für eine Statue. Das heißt, es gibt auf jeden Fall 2,5 Statuen. Wenn wir noch ein Fleisch bekommen, können wir eine dritte Statue machen. Hilft uns das? Ja, je mehr, umso besser, aber. Jetzt muss ich gerade mal wieder überlegen. Du lässt das den Pferden, die haben die größeren Köpfe. Das steht neben mir. Es überlegt mit mir mit. Geh mal weg da. Haha, fick dich. Oh Hallo. nein, schon wieder ein Piranha. Was ist denn das für eine Aussprache? Eine FSK nicht 18 Variante. Hier, irgendwas habe ich doof. Hier, das war falsch. Das ist mir ein Pferd, bisschen geh zu weg. gefährlich da hinten. Das ist. So, jetzt kann ich hier nämlich den Weg immer anders platzieren und dann sieht Ah. es besser aus. Nervigen Piranhas. Wenn es nur Du kannst mit einer dem wäre, aber Bloß zwei. dran vorbeifahren und ihn schlagen. Okay. Dann irgendwie Zickzack fahren, bis du weg bist. Mache jetzt mal noch ein paar Zäune. Und dann wollte ich eigentlich auch die Bisons mal noch umsortieren. Geht besser als dagegen zu laufen. Ja. Autsch. Oh, da kommt der nächste aus seiner Höhle. Achtung. Blockier mich doch nicht! Autsch. Ach, ich will immer mit F die Füße zurückdrehen. Dim. Hier sind jetzt langsam zu viele, Schogott. Ja, echt. Ja, jetzt sind es schon 3, obwohl wir einen getötet haben. Sagte doch, da sind noch mindestens 4. Ich habe jetzt 6 Fleisch. Oder ich. Na, warte. Umsonst gebaut. Boah, ich muss hier weg. Sticht. Das war knapp. Das war knapp. Ich mir mal den einzelnen. Ja. Die anderen schießen aber fleißig auf dich. Hab ihn. Ja. Aber so viel Cleanstone haben wir gar nicht. Guck mal in meine Mistkiste, da sind glaube ich 1,5 Stacks drin. Cleanstone. Ja. Warum hast du so viele gemacht?
Hast du noch die von dir eben, die du mir mal irgendwann gegeben hast? Au, 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 au. Häng am Schuhgurt fest. Schlecht. Löng. Dann habe ich hier noch welche in den Ofen. So, der letzte. Die Höhle eigentlich irgendwann leer oder spawnen da regelmäßig neue? Nee, da ist, glaube ich, ein Bodenbelag aus Biomasse drin und aus dem spawnen die dann. Aber sobald die Biomasse verbraucht ist, ist vorbei. Vielleicht schwimmt noch was auf dem Meer. Also ist ein Tintenfisch. Es ist ein Tintenfisch. Da bewegt sich noch was in der Höhle. Da sind noch mindestens drei Stück drin. Weg hier. Weg hier. Komm, es reicht. Ich will jetzt nicht nochmal sterben. Ja, solange wir hier nur diesen einen hier oben haben. Weg ist er. Paar Beeren unter Wasser einschmeißen. Da steht einer. Komm her. Komm. Nein! Oh ja, Ist das meine dein Rüstung. Floß? Das ist mein Floß. Können wir eigentlich inzwischen eine Das Chisel ist meins. machen? Ey! Wo ist denn mein weißes Floß hin, das ich mir Das gemacht habe ich habe? eben eingesammelt. Das, Ah, was ich da. okay. Ja, ich habe dir ein neues hin gemacht. Kommt, 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 Achtung! Dickerchen. Left-click to chisel, Alt to Display-Menu. Au! Long macht's. Oh, ich habe keine Schuhe mehr an, ich habe keine Mütze mehr an. Überhaupt keine Rüstung. Da doch immer ein bisschen Rüstung, aber. Okay. Schluckaufsäure ist echt ätzend. Von schlechten Hat Säure. Edit-Teil schaut. Hat Säure so an sich, glaube ich. Schuh, da ist der. Was? Der Schokoboss? Ne, der letzte. Aber den kann ich beschäftigen. Ach, für den auf dem Meer. Jeder einer, das ist in Ordnung. So Ihn mal gefährlich. treffen würde. Wieder irgendwas geplatzt. Was ist So, hier muss ich wieder ein bisschen ausleuchten. das? Wir machen hier den Schokofight. Immer noch voll die Höhle. Aber ich würde sagen, das reicht, oder? Ich habe Ja. 8 Fleisch und du? 38. Oh, reicht dann für ganz knappe 5 von den Statuen. Sollte eine Zeit lang reichen. Los, ab nach Hause. Fahr mir wieder, fahr. Und wieder eine gemütliche Fahrt unter einem Sternenhimmel nach Hause. Nicht über den Sternenhimmel, unter ihm. Das sieht toll aus. Nur der Mond sieht dafür so pentagonal aus. Ja, kann nicht alles haben. So, noch ein paar Setzlinge. Hattest du eigentlich die Birken abgebaut, Melvia? Nein, die war noch gar nicht gewachsen. Keiner mag Birken. Ui, helles Holz. Git. Ja, ich muss sagen, das Holz, was Shadow und so benutzt haben, das gefällt mir auch gut. Melvia, du hast einen. Ich hab's gerade Du wirst flappen gehört, gekellt. ja. So, ich wollte auch noch was anderes bauen. Aber da war ohne Und. Alzheimer, hat er das vergessen. Nein, nein, nein. Und das Gute ist, wir können inzwischen Stufen bauen. Juhu. Wir sind nicht mehr Stufen, so. Zäune, der Wahnsinn. Ja, übelst. Stairs. Irgendwo gab es auch welche aus Dirt. Wie Nein. bitte? Warum? Aus Es Död? gibt Död. Dirt. Död. Aber Död. ich weiß nicht, Död. wieso mir die nicht als Rezept angezeigt werden. Warum funktioniert das nicht? Da sind sie freigeschaltet, als in der Welt existieren, so du kannst sie anschauen, weißt, was es ist, hast aber noch keine Ahnung, wie man es macht. Und deswegen wird dir kein Rezept angezeigt. Die anderen kann ich aber bauen. Ist ja doof. Frag lieber Ja. Dörte, der sagt, wie es geht.
Ich hab mal einen Knochen fallen lassen, vielleicht lenkt das die Piranhas ab. Ich glaube, das koagulierte Blut wäre besser. Naja, Dass das du hätte ich auch bauen gerne. möchtest. Müsste Okay. man mal tatsächlich testen. Du schmeißt das Blut ins Wasser, denkst, ach, Ruhe, der Piranha bleibt zurück und dann flappt es und von überall kommen 20 Piranhas. Ups, vielleicht war die Idee doch blöd. Was ich bauen wollte, war hier ein Dach drüber. Muss ich gerade Der Seetempel machen. macht echt furchtbare Geräusche. Ja, das sind die Wächter, die ihr Mining Fatigue 3 Millionen aufdrängen wollen. Solange ich in dem Tempel nichts abbauen möchte, ist mir das egal. Ja, da gibt es auch ein paar Goldblöcke, die man abbauen kann. Dumm nur, dass man es unter der Mining Fatigue dann eine Minute auf einen Block draufhauen muss, bis da mal irgendwas passiert. Und dann löst er sich wahrscheinlich auf. Hey, wenn du die richtige Pickaxe hast, dann bekommst du es natürlich, aber es dauert halt. Und du kannst auch nicht irgendwie die. Also, ich habe es noch nicht durchschaut, wie man da sich gegen wehren kann. Selbst mit Verzauberung etc. tralala. Und kommt man nicht gegen diese Mining Fatigue an. Du kommst auch nicht gegen die Wächter an. Da passiert irgendwie nichts. Schon fast langweilig. Na gut, für ein paar Goldblöcke muss man sich jetzt auch nicht so Mühe machen. Falls es noch irgendwas anderes Wichtiges im Tempel gibt, habe ich es letztes Mal nicht gefunden, als ich da war. Wirst immer noch von den Piranha verfolgt. Jo, soll er nur. Werde ich auch noch von einem Mephisto verfolgt, oder? Ja, der hat sogar die ganze Zeit halb geschlafen und nicht auf den Monitor geschaut und hat sich dann gewundert, dass er es geschafft hat, mit dir an der, in dem Übergang zwischen See und Meer durch die Engstelle zu fahren. Ja. Ja, deswegen Das bin ich ist so langsam. Du Film. hast dich bei mir eingehängt. Ich zieh dich mit. Interessant, ich habe mich gerade ein gutes Stück eingeholt und dann bist du wieder schnell davon gefahren. Ja, hier leckt es gerade ein bisschen bei mir. Wo die ganze Stadt aufpoppt und da hinten läuft jemand. Hey, seid Warum ihr bleibe schon ich da? eigentlich immer außen rum, wenn wir doch direkt über den Fluss dorthin fahren können? Warum nicht? Och nee, gut reingesprungen zu den Tierchen. Ein Piranha bei mir. Ein Skelett, das mich abschießt. Sag mal, hier leckt es gerade tierisch in der Stadt. Boah. Oh, ihr seid schon wieder da. Welcome back. Ja. Was machst du denn jetzt? Ich baue. Ah. Er macht schön, hat er doch gesagt. Ich Also, mir probiere gefällt schön das zu nicht. Ich machen. würde das gerne wieder abreißen. Warte. Ja, danke. Der musste sowieso weg. Oh, verpiss dich, du dummer Jetzt Scheiß-Zombie. schläft er, der Witz wohl. Der Kenny-Zombie, wo nur die Augen aus dem, aus der Kapuze herausschauen. Er versucht mein Floß zu backen. So, dann machen wir jetzt mal ein paar dekorative Statuen. Gib einfach mal DEC ein und die oberen sind dann die. Ja, die dekorative Tulu-Statue hätte ich gerne. Ich hoffe auch, wir haben, dass wir Monolithstein haben. Sonst haben wir ein Problem, müssen das erst holen gehen. Glaube Weiß, wo nicht, der ich habe ist. noch keinen gesehen. Dann machen wir jetzt am besten einen Cut und gucken mal, dass wir Monolith Stone finden. Ist der an besonderen Stellen zu finden oder allgemein? Was soll ich das denn wissen? Er ist mit Sicherheit in irgendeinem Darkland zu finden. Also noch ein bisschen weiter als da, wo wir gerade hergekommen sind. Keine Ahnung, wahrscheinlich. Schauen wir mal. Nein! Also, dass wir den Leuten zeigen, wie wir die komischen Schober zu moschen, ist okay. Aber dass wir jetzt nochmal anfangen, diesen blöden Stein zu suchen.
Deshalb wollte mir wir einen Cut machen. Ja. Ja, ich suche ihn mal ganz kurz woanders. So, ich brauche noch ganz viele Slabs. Sonst wird es heute nichts mehr. Wer auch immer hier wohnt. Darkstone. Moment. Nein, Moment, das ist falsch. Corallium. Flüssige Antimaterie, ah ja. Ah, es kann sein, dass der Monolithstein, habe ich nicht aufgepasst, dass der Monolithstein das Teil ist, das um diese Höhle bildet. Nein! Habe ich also noch mal angeschaut, aber nicht darauf geachtet. Nochmal hin. Und macht euch. Was soll die Scheiße? Ja, wir machen jetzt einen Cut und kommen dann einfach wieder, wenn wir welchen haben. Hä? Was denn? Ach so, sorry. Du machst hier ein Haus hin. Ah, ich dachte, Fisto macht hier irgendwelche seltsamen Sachen, um nicht mehr über die Büsche zu stolpern. Nein, ihr könnt ja schon noch über die Büsche stolpern, aber. Ja, nee. Die Schmiede muss ja irgendwie überdacht werden. Ja. In Ordnung. Okay, kurzer Cut und bis gleich. Bis gleich. So, nachdem wir den, jetzt habe ich den Namen wieder vergessen, Monolithstone geschnappt haben. Oh, wer war das? Dann, wer war was? Irgend so eine scheiß Trompete. Nein, das sind nicht wir. Hat Mevia uns dekorative Statuen gebaut, unter anderem von Cthulhu und Co. Aus dem Monolithstone, Lehm und verschiedenen Farben. Alter! Weg doch! Baruna hat da unten seinen Spaß. So, jetzt? Wo sind die Statuen? Abyssal Trophy Case, okay. Doofes ja. Skelett. Wo sind denn welche? Stell doch mal eine hin. Ja, die sehen genauso aus, wie sie gerade eben auch ausgesehen haben. Aber wir sollten vielleicht auch nicht unbedingt hier, sondern woanders. Lieber da hinten. Oh, ein Enderman. Wo? Hi. Oh! Ja, gut. Gut. Ich habe auch schon einen gehört. Erschlagen! So, die Schmiede ist fertig. Hier geht's gebaut. Ja ab. Ja, hier geht's richtig rund. Ich muss die Mobs auch noch leiser stellen, die sind viel zu laut. Das Schmiedengebäude ist fertig. Oh, das ist kurz. Sehr schön, Moment. Nächste ist. Da ist Ash! Da ist Ash! Ich sehe Ash! So. Jetzt ist es keine dekorative Cthulhu-Statue mehr, sondern eine fertige. Das sind. Ja, das ist die fertige. Oh. Könnt ihr mal bitte, ich habe noch ein halbes Herz. Brauch einen offenen Himmel, ja, der ist hier gegeben. Und jetzt? Ja, brauchen wir halt noch ein Pedestal und dann kriegen wir das Necronomicon aufgeladen. Okay, das machen wir dann aber erst in der nächsten Folge. Ja. Oh, da passiert schon etwas. Ah ja, ich kann mich auch einfach hinstellen, dann lädt das auch. Sehr schön. Mit dem Pedestal geht das halt, da kann ich es halt einfach hinlegen, braucht nicht anwesend zu sein. Aber die laden das halt mit finsterer Energie auf. Das ist PE, wird das genannt. Das Buch kann 5000 PE speichern. Jetzt habe ich schon 70, 80, 85. Ja, deswegen halt das Pedestal. Und die Rituale, die ich halt hier über die Büssel Necronomicon Rituale machen muss, die verbrauchen halt entsprechende Mengen von der PE aus dem Buch. Deswegen muss das aufgeladen werden. Also ich würde mit dem Tech Tree hier aufhören. Für die Folge? Ja. Nein, bevor ich im Necronomicon lese, würde ich aufhören. Ja, ich auch. Ich hätte schon längst aufgegeben. Das Problem ist, ohne jetzt im Tech Tree weiterzumachen, wird das halt nichts. Schade. Ja gut, dann beenden wir alles hier. Nein, die Folge für heute ist auf jeden Fall dann zu Ende. Vielen Dank an euch fürs Zuschauen, vielen Dank an euch fürs Mitmachen. News und Infos wie immer bei Twitter. Und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst noch einen Daumen nach oben da.
oder ein Abo und schau doch auch mal bei Wochen da rein. Genau. Ich war diesmal sehr semi-aktiv. Und trotzdem danke. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bye. Ciao.